Heike Munder, jetzt endlich geht das Migros-Museum doch noch auf. Warum hat das so lange gedauert? Ja, wir waren leider im August noch nicht mit dem Umbau fertig. Wir hatten noch eine lange Liste von leider von Dingen, die noch erledigt werden mussten. Und jetzt ist alles okay? Ich würde sagen, jetzt haben wir die Liste zu 90% abgearbeitet und Kleinigkeiten werden wir noch in dem nächsten Jahr erledigen. Was ist neu am Museum? Ja, neu ist, dass wir auf zwei Etagen sind. Vorher waren wir auf einer großen, jetzt sind wir unterteilt. Das Tolle daran ist, dass wir unsere Sammlung nun regelmäßig präsentieren können, weil das hat in der Tat immer gefehlt. Schließlich haben wir eine Sammlung seit 1957 und die wurde einfach zu wenig gezeigt. Werden Sie die permanent zeigen oder heißt das, dass Sie das in bestimmten neuen Ausstellungen, einen Teil der Sammlung dann jeweils integrieren werden? Sie wird zum ersten Mal so sein, dass wir sie tatsächlich versuchen, immer im unteren Stockwerk zu zeigen. Es wird natürlich sicher auch mal Wechsel geben oder wenn wir große Retrospektiven haben, dass wir beide Etagen benutzen. Aber es ist natürlich so, früher haben wir versucht, eben diese Dinge mehr interaktiv, also Sammlung und Ausstellung interaktiv zu zeigen. Das hat zwar Spaß gemacht, das war einfach eher so die Idee, wie man Sammlung neu zeigen kann und wie man eigentlich mit Sammlung umgehen könnte. Eher im Kreativen, aber fürs Publikum haben wir festgestellt, war es doch schwer lesbar und jetzt sind wir fast wieder, ich würde fast sagen, zu klassischen konservativen Methoden phasenweise zurück, wie langfristig das ist. Haben Sie jetzt mehr Platz für Ihre Wechselausstellung oder weniger? Sozusagen haben wir jetzt weniger Platz für die Wechselausstellung, weil vorher waren wir, also wir haben die gleiche Quadratmeterzahl wie vorher fast. Wir sind ein bisschen größer, aber nicht viel. Aber dadurch, dass wir jetzt wirklich geteilt die Hälfte Sammlung, die Hälfte Wechselausstellung zeigen, ist es im Endeffekt ein wenig kleiner für die Wechselausstellung. Auf der anderen Seite ist es wesentlich interessanter für die Künstler, denn wenn man wirklich große Produktion bewältigen möchte, war das auf der großen Fläche, auf 1400, fast unmöglich für einen Künstler, wenn er nicht ein bis zwei Jahre Vorlauf hatte. Und auch finanziell waren das eher Kapriolen. Und jetzt ist es auf der Fläche, die wir jetzt haben, auf 700 Quadratmeter, ist das eine gute Größe, um wirklich schöne große Produktion bewerkstelligen zu können. Stichwort Finanzen, man hört von den Galerien hier, dass es zwar die ächzen ein bisschen unter den hohen Mieten. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie weniger Geld zur Verfügung oder gleicht das Migros-Kulturprozent aus? Also unsere Mieten sind gleich wie die unserer Nachbarn. Also von daher, aber höher als früher? Sie sind höher, aber man muss dazu sagen, dass unsere Miete früher dermaßen niedrig war, dass das ein absoluter Luxus war. Ich würde fast sagen, es gleicht sich jetzt vielleicht aus. Also das heißt, Sie haben kein Problem damit? Nein. Alles klar. Was erwartet die Leute heute Abend mit der Ausstellung, die Sie zeigen? Also um 18 Uhr werden wir die Pforten öffnen, dann gibt es die klassischen Ansprachen um 18.30 Uhr. Und vor allem wird es dann ab 21.30 Uhr ein Konzert geben mit Ragnar Kjartansson und seiner All-Star-Band. Das sind auch interessanterweise, wer die Ausstellung besuchen wird, sind das sozusagen die Partizipanten in seinem Film, sind auch seine Bandmitglieder. Können Sie noch zwei, drei Worte zu ihm sagen als Künstler? Ragnar Kjartansson ist vor allem im Bereich der Performance bekannt und vor allem macht er auch sehr stark Musikperformances oder im Zusammenhang mit Musik. Also er war ja schon mal im Juni hier vertreten, während der Art Basel hat er eine Performance an die Musik gemacht, mit dem er sozusagen die Räume eingeweiht hat. Das war ein wunderbares Schubert-Lied. Und diesmal ist es ein Lied, das er vertont hat von seiner ehemaligen Partnerin, von Astiv Diskunis. Ich kann schon nicht mehr reden. Ein Lied, das er vertont hat von seiner ehemaligen Partnerin und jetzt hier mit seinen Bandmitgliedern in Rockabye, Upstate New York, zur Aufführung gebracht hat.